Willkommen zurück bei Valheim. Hier geht's wieder mal eine Runde weiter. Letztes Mal haben wir uns die Schmiede hier hingezimmert. Macht eigentlich, finde ich, schon mal einen ganz vernünftigen Eindruck. Ich habe jetzt hier, wir werden das übrigens noch pflastern hier drin, glaube ich, alles. Ich habe jetzt hier mal die Werkbank hingestellt, also die Steinmetzwerkbank. Und da können wir noch den Wetzstein bauen, den habe ich ja fast vergessen. Ich glaube, der war dann noch später eine Erweiterung für die Schmiede. Ich meinte, den konnte man dann verdengeln zu... Moment, das ist Holz. Hier. Den konnte man dann weiter verdengeln zu eben einem Schleifstein, zu einer Schleifmaschine, wie auch immer. Und das dann auch an die Schmiede basteln. Das werden wir gerade mal uns anschauen. Lass mal den nicht vergessen hier. Eine Schleifscheibe, genau. Und die braucht was? Nix. Bisschen Holz, ein bisschen Wetzstein. Für die Werkbank ist es aber, nicht für die Schmiede. Okay, na gut, dann haben wir immer das nächste Werkbank-Upgrade. Können wir die, ist die hier? Warum können wir die nicht? Die können wir da. Aber die können wir hier nicht. Moment. Die ist doch für die Schmiede. Ach nee, die braucht die Werkbank, ist aber für die Schmiede. Wollt doch meinen, ist doch unlogisch. Ja, okay, aber warum? Warum? Also das mit dem Platzieren, das hat mich in der letzten Folge schon so ein bisschen geärgert. Das mit dem Platzieren der Add-ons, nenne ich es mal hier. Die brauchen viel zu viel Platz um sich rum. Warum kann man die nicht ein bisschen näher zusammenstellen? Ist doch völlig sinnlos, dass die so viel Platz brauchen. Ja, dann muss sie halt dahin. Sieht scheiße aus, aber ne, ich würde die jetzt viel lieber hier so schön hinstellen oder... Na, aber wenn ich jetzt hier platzieren möchte, dann steht sie wieder so mitten im Raum, dass es stört. Also müssen wir sie halt an den Rand basteln. Schade, da erlaubt jetzt das Spiel erstmals quasi nicht... sonst überall, ne, hast du mit den Snap-Points überhaupt gar kein Problem. Also, ne, du kannst Dächer ineinander vergorkseln und hier Pfosten ineinander stecken und übereinander lappen lassen, rund bauen und alles dadurch... Aber bei diesen Maschinen fangen sie auf einmal an, da rumzugeizen und sagen, nee, geht nicht. Okay, das ist schon ein bisschen schade. Das Ding baue ich hier wieder hin, aber halbwegs, ich hoffe, warte, geht das? Das bauen wir jetzt auch mal hier so ein bisschen ins Eck. Das ist das Bett. Sieht aus wie eine Streckbank. Gut. Also, pass auf. Erstmal gehe ich ganz kurz, achso, Quatsch, brauche ich nicht mehr da rein zum Reparieren. Das muss ich auch noch lernen. Ganz kurz Hämmerchen und so reparieren. Dann, hier vielleicht müssen wir da irgendwas reparieren. Nö. Dann machen wir jetzt hier, ein bisschen Stein habe ich, das Ganze mal als Pflaster-Variante. Ich denke, das ist dann schon ein bisschen passender, wenn das hier so eine Arbeitsstätte sein soll. Wenn es draußen überlappt, dann müssen wir halt da draußen nochmal ein bisschen begradigen. Das kriegen wir aber hin, beziehungsweise muss man da nicht mal mehr begradigen, sondern dafür, das war auch mal eine Frage unter einer Folge, kann man hier gerne mal auffassen. Es gibt ja bei der Hacke, ich mach das jetzt mal hier, so, dann guckt es auf jeden Fall ein bisschen raus. Es gibt ja bei der Hacke zwei Varianten. Das eine ist das Begradigen, also das Einebnen, und das andere ist das Befestigen. Das Erhöhen ist sowieso klar. Das Befestigen, da war die Frage, was macht das eigentlich? Und das kann man jetzt hier ganz gut sehen. Es ist zum einen von einem kleineren Radius, was wirklich praktisch sein kann, wenn man ein paar Wege anlegen will und ne, halt nicht unbedingt so breite Dinge haben möchte. Das heißt, ich kann jetzt hier so einen breiten Fleck da irgendwo hinklatschen und dann sagen, ich begradige mir den zu einem schönen, schmalen Streifen. Kann ich von beiden Seiten halt rangehen. Ne, und hab das dann ein bisschen schöner. Das andere ist das Begradigen und das ist die Hauptfunktion. Es lässt das Terrain, also es lässt das ganze, das ganze Terrain unangetastet. Wenn ich jetzt also mit Begradigen rangehe, mit dem Einebnen, dann ebnet er es eben auf die Höhe, auf der ich stehe, ein. Und wenn ich mit Befestigen rangehe, dann entfernt er nur Gras, Büsche oder eben in dem Fall die Steintexturen, dass man es eben wieder gerade ziehen kann. Das heißt also, das Gelände als solches bleibt unangetastet, wenn ich mit Befestigen rangehe. Und das ist gerade dann
wenn man eben irgendwie so eine Hügellandschaft erhalten will und mit Wegen durchziehen will oder dergleichen, natürlich schon schön und praktisch. Und hier kann man dann auch versuchen, den Weg ein bisschen zu machen. Das ist immer in dem Moment schwierig, wo er dann nicht gerade verläuft, der Weg. Weil dann gibt es hier wieder wie bei den Klippen, wenn wir die abhacken, ne? Wenn wir diese, das hatte ich ja mal erklärt, wenn wir diese Klippen hacken, dann kann man die ja sehr gerade ziehen, aber dann immer nur im 90-Grad-Winkel zueinander. Wenn du eine gerade Linie hast, dann ist die nächste gerade Linie wieder in 90 Grad dazu. Sobald du anfängst, jetzt hier von der hier, die wir so schön gerade runtergehackt haben, eine Diagonale irgendwie zu ziehen, egal in welchem Winkel, hast du immer so einen Zickzack, so ein gehacktes, sieht total kacke aus. Und so ist es bei den Wegen auch. Es gibt eine Linie, die kann man gerade ziehen und immer wenn man dann anfängt, so ein bisschen schief zu sein, dann hat man immer so einen Zickzack am Rand. Das kriegt man im Grunde genommen nicht weg, es sei denn, man lässt wieder ein bisschen Gras über die Sache wachsen und dann sehen die Wege auch wieder ein bisschen besser aus. So, warte mal, hier. Was ist das denn hier für eine Unordnung? Also keine Werkbank. Warte, habe ich da einen Werkbankradius, dass ich... Ne, soweit reicht es nicht. Na, dann ist uns das da hinten mal ausnahmsweise erstmal egal. Wir schlafen. Also. Und dann wäre mein Ziel heute mit euch die Hütte hier so ein bisschen einzurichten. Da werden wir vielleicht aber auch nochmal los müssen, ein bisschen Edelholz holen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, da habe ich nicht so viele und diese Inneneinrichtung ist fast alles ist da Edelholz im Grunde genommen. Aber hier hinten mal so eine kleine Sitzecke eingerichtet, glaube ich, das wäre an der Zeit. Jo, die beiden können weg. Haben wir schon leer gemacht. Und dann hauen wir uns stattdessen hier wieder eine Werkbank rein. Und gucken mal. Also, wir können wieder mal Tische bauen. Und das braucht, glaube ich, alles Edelholz. Wie viel eigentlich immer? Der Tisch... braucht alles so um die 6. Ja, so ein Thron braucht sagenhafte 20. So bei 4 Edelholz. Und ich würde gern von den Objektständern ein paar bauen. Ja, okay. Also so einen guten Stack Edelholz werden wir brauchen. Ich denke mal, den haben wir aktuell nicht tatsächlich. Aber Birken sind nicht weit. Warum bin ich jetzt so doof gelaufen? Weil ich mein Lager noch nicht kenne. Edles Gehölz 44. Ja, okay. Also gut, dann machen wir erstmal kurz unser Inventar leer und dann gehen wir eben ein paar Birken umhauen. Ein, zwei wird es ja schon noch irgendwo geben. Nehmen wir das Wägelchen mit. Sicherheitshalber, falls wir irgendwie ein bisschen mehr finden. So, Wachturm. Ich habe noch immer keine Idee, wie ich einen Turm baue. Also falls ihr echt coole Türme in euren Spielständen gebaut habt, postet die doch gerne mal auf unserem Discord. Da muss ich auch noch irgendwas machen, da sieht es noch kacke aus. Postet die doch wirklich gerne mal auf unserem Discord. Ich bin ein Turmnoob. Also, ich werde da schon irgendwas hinkriegen, aber ob das dann so richtig cool aussieht, weiß ich nicht. Also Wachtürme, nicht zu gigantisch, wäre schön. Und da könnt ihr gerne mal auf unserem Discord was posten. Wie gesagt, da sind schon sehr, sehr viele Valheim-Verrückte. Könnt ihr gerne noch dazu. Wir sind insgesamt 3800 Leute auf dem Server. Also schon ein bisschen was los. Und sicherlich sind auch alle anderen sehr happy, wenn sie neue Bilder zu Gesicht bekommen, was die Valheim-Basen betrifft. Also haut da fleißig raus, das wäre echt wunderbar. Discord.gg/koja oder einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link. Türme sind echt so, weiß nicht, mein Nemesis. Ich würde ja schon gern mit so ein bisschen Steinbefestigung auch bauen. Also so ähnlich, wie wir das Lager gebaut haben im Stil. Aber... er darf halt am Ende auch nicht zu wuchtig aussehen, wie so ein, keine Ahnung, Burgturm oder sowas. Das passt dann jetzt auch nicht so ganz. Da war doch gerade noch ein Wildschwein. Ja, wie war das? Wo ist mein Bogen? Achso, ich habe keine Pfeile gerade, gell? Na komm, lassen wir die mal. Kümmern wir uns ums Holz.
Ihr könnt eigentlich brüllen, ne? Die ganzen Buchen lassen wir mal stehen. Wir haben relativ viel... Obwohl... Ja doch, wir haben noch relativ viel Holz. Ich lasse die erstmal stehen. Mir geht es momentan ums Edelholz. Da kommt eh auch einiges an normalem Holz immer mit rum. Na du? Apropos Holz. Da haben wir einen Holzkopf. Hi! Und der hätte ja ruhig mal grüßen können. Hier drüben sind ein paar betröppelte Gestalten. A.K.A. Reh. Wo habe ich denn eigentlich meinen Wagen stehen lassen? Ich frage für einen Freund. Da. So, da. Guck, da haben wir doch glatt unseren Holzbedarf oder unseren Holzvorrat verdoppelt. Holzbedarf verdoppeln wir auch gleich. Ist da noch eine Burger? Da ist noch eine Burger. Warum habe ich eigentlich den Wagen dabei, wenn ich ihn nicht hinter mir herziehe? Ich weiß es nicht. Fragt mich doch nicht sowas. Schöner Buff wäre auch noch erhöhter Loot. Also, ne, wenn du irgendwie einfach doppelte Menge an Holz aus so Sachen rausbekommen würdest. Birken sind tatsächlich ein bisschen Mangelware, da man die nicht neu setzen kann. Also, die meisten anderen Bäume kann man neu setzen. Alles, was Edelholz bringt. Birken und Eichen sind das. Die kriegst du nicht neu gesetzt. Da gibt es keine Samen für. Bisher. Keine Ahnung, ob sich das noch ändert. Oh ja, hier ist so ein schönes Flint-Vorkommen. Das hatte ich mir sogar auf der Karte markiert. Hier lag so viel Flint. Also nicht jetzt, hier ist jetzt gerade am See ein bisschen was auch, aber tatsächlich war auch hier so diese Strecke hoch sehr, sehr gut. Die hatte ich mir sogar mal markiert, weil Flint brauchen wir auch immer mal. Nehmen wir gerade mal mit, den kann man auch mal einsacken. Gut, noch eine Burger. Dabei fällt mir auf, wir haben ja auch noch wirklich nicht viel erkundet. Das ist bisher sehr verhalten. Gibt es doch gar nicht so wenig Birken hier. Viele Birken gibt es halt dann später in der Ebene. Da gibt es ganze... Besser. Jetzt hat er wieder die Waffe aus der Hand gelegt. Ich fass es nicht. In der Ebene gibt es dann richtige Birkenwälder. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass man die Dinger nicht nachpflanzen kann. Da wird es dann ein bisschen einfacher an das Holz zu kommen. Einfacher in Anführungszeichen, weil man hat dann halt diese fiesen Goblins an der Backe. Aber ja, derzeit ist es halt so, dass man die einzelnen Birken in den Wäldern hier suchen muss. Eichen sind sowieso die absolute Rarität. Ein paar von euch haben auch einen Tipp geschrieben, dass man irgendwie ein bestimmtes Biom fahren kann, welches jetzt aktuell noch gar nicht so richtig integriert ist und da kriegt man ganz viele Surtling-Kerne. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Weil ich finde irgendwie, das ist so... Dann kann ich es mir auch hercheaten, weil diese Biome sind halt noch leer. Da hast du noch keine Gegner, aber die Ressourcen halt. Und dann fährt man da halt hin, okay, ja, ist ein bisschen aufwendiger als Cheaten, weil man immerhin lang mit dem Schiff unterwegs ist. Aber es ist ja halt so nicht vom Spiel vorgesehen. Das Spiel würde vorsehen, dass man da wahrscheinlich richtig aufs Maul bekommt, dafür, dass man da eben satt Surtling-Kerne kriegt. Und von daher will ich diese Inhalte und diese Features auch erst dann nutzen, wenn sie eben implementiert sind. Ja, damit mache ich es mir schwerer. Aber das Spiel ist ja jetzt nun nicht eins, welches irgendwie so super schwierig ist, dass man gar nicht weiß, wie man zurechtkommt. Also ein bisschen noch die Herausforderung mitzunehmen, die drin ist, finde ich gut. Persönlich ist mir das einfach wichtig. Aber trotzdem natürlich immer danke für Hinweise. Ne? Das ist ganz klar. Sind ja auch gut gemeint und absolut in Ordnung, die zu schreiben. Der ein oder andere mag das so machen. Mein Fall ist es halt einfach nicht. Das ist meine ganz persönliche Spielweise. Ich nehme das dann mit, wenn es soweit ist. Und ich freue mich drauf einfach auch, wenn diese neuen Biome dann kommen. Das wird einfach ein Fest. Erstens, wenn wir dann wieder richtig schönen Inhalt haben, den wir streamen können. Momentan ist das ja, ich habe es im letzten Video ja schon gesagt, momentan machen wir da auch hauptsächlich
Baurunden, weil, ne, Boss haben wir gelegt, wir sind soweit durch im Stream. Da haben wir aber eine schöne große Basis, die wir jetzt auch befestigen. Und dann bereiten wir uns da halt fleißig drauf vor, auf das, was da kommen möge. Denn ich denke mal, mit den nächsten Updates kommen dann irgendwann auch neue Bosse. Und neue Bosse heißt, es kommen dann auch neue Angriffswellen vermutlich, die man dann damit freischaltet. Also reichlich zu tun. Huch! Na? Bald zähme ich euch, heute noch nicht. Das können wir auch mal schön machen, ne? Aber dafür brauche ich erstmal den Käfig quasi. Das muss ich mir nochmal, da muss ich mir nochmal drüber klar werden, wo ich das baue. Aber ich glaube, den Platz, den wir in der Basis momentan noch haben, da hinten raus, auf quasi gegenüberliegend vom Hafen, ich glaube, den werde ich wirklich nutzen für den Portalkreis. So schön, dass die Idee mit der Allee ist, mir gefällt die echt richtig gut. So unpraktisch ist sie auch. Ich habe immer noch keine Pfeile dabei, ne? Na dann, Möwe, du hast Glück gehabt. So. Na dann. Nehme ich das Feinholz raus, das ganze normale Holz. Oh Gottchen, jetzt haben wir ja richtig viel, das ist schön. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Das auch. Ein bisschen normales Holz nehmen wir auch mit. Und wir werden den ein oder anderen Nagel oder den ein oder anderen Metallbarren brauchen, fürchte ich. Oder auch Bronk. Achso, ist ja nicht mehr hier. Ich werde es irgendwann noch lernen. Also, dann lass uns mal schauen. Wir machen erstmal eine schöne Tafel hier hin. Nicht nur einen Tisch, dann machen wir, glaube ich, vier aneinander. Und die stellen wir hier so in die Mitte. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, wenn man die so stellt, hat man sie ziemlich mittig. So, und den drehen wir dann mal. Und dann ist das hoffentlich wieder eine Leiste hier. Ja, nicht ganz, aber passt. Passt das? Jo, passt. So. Und so. Ist okay. Ist jetzt... ein bisschen schade, dass das da so hell ist und dann so hell in dunkel übergeht. Aber ich wollte halt, dass in der Mitte dann, ne, dass wir hier nicht so eine schmale Latte nur haben, sondern dass das wieder zu einem Brett wird. Das fand ich halt so gut. Gut, dann haben wir jetzt schon mal eine größere Tafel. An die müssen auch ordentlich Sachen ran. Jetzt kommen wieder einige von euch in den Kommentaren, bin ich mir sehr sicher, dass immer nur die, also dieses System in Valheim ist meines Erachtens noch, das ist, das meinen die das ernst oder ist das noch buggy? Also die Sache ist die, ich kann jetzt hier diese Gegenstände platzieren und bei der Berechnung des Ausgeruht-Buffs zählen nicht die höchsten, die besten Gegenstände, die ich platziere, sondern die niedrigsten. Das heißt, wenn ich jetzt hier Bänke hin platziere und später noch Stühle, dann zählen, obwohl die Stühle höherwertiger sind, die Bänke für den Buff. Und damit ist am Ende der Output, den ich bekomme, quasi verringert. Einen Thron würde ich gerne platzieren. Den machen wir da oben hin. Und hier unten machen wir einfach nochmal so zwei Popelstühle. Obwohl, die sind immer näher am Feuer. Wir machen den Thron hier hin und die zwei Popelstühle da oben. Das sollte für den Buff besser sein. Weiß ich nicht genau, aber sollte. Machen wir die zwei Popelstühle hier hin. Für den Pöpel, den es hier nicht gibt. Und ich werde mich da immer schön fein auf den Thron setzen. Wir werden das einfach mal ausprobieren. Ich schaue mal, auf wie viele Minuten Buff ich hier komme. Das Ding ist, dass der momentan nach oben auch noch gecapped zu sein scheint. Das heißt, ich kann, glaube, maximal 24 Minuten Buff oder sowas bekommen. 22 oder 24 Minuten. Und wenn ich die habe, dann ist es mir egal. Mir geht es hauptsächlich darum, dass es halbwegs schön aussieht. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Da bin ich nicht so auf Effizienz getrimmt. Eisennägels. Haben wir keine mehr. Ich dachte, haben wir die genau passend gebaut, als wir das Schiff gedengelt haben. 10 Stück brauchte ich für den Drohnen, oder? Waren es 20. Moment. Röhnchen braucht 10. Nägel schmeißen wir da rein. Barren, obwohl. Ja doch, können wir mal so machen.
brauche die Nägel doch. Sind ja keine übrig. Mann, Hirn, spring doch mal an. So, Drohnen. Die machen wir aber auch so ein bisschen schräg, oder? Ich bin der alte Mann, ich brauche das so ein bisschen zugänglicher, dass ich mich da anständig hinsetzen kann. Was haben wir denn hier? Gemütlich 9. Gemütlich 9. Naja. Gemütlich 9 ist ja schon mal okay. Ich glaube, 7 hatten wir im alten Haus, ne? Also insofern sind wir jetzt schon theoretisch besser und haben ja noch nicht mal mehr richtig angefangen, hier was einzurichten. Ich finde nur, dass es hier jetzt so ein bisschen eng ist. Aber ist okay. Da brauchen wir Bronzenägel für. Da müssen wir halt ein paar Bronzenägel uns noch bauen. Dann würde ich gerne den Tisch auch decken. Aber ich hätte gerne Banner. Da brauchen wir den Blutpropfen für und ein paar Lederreste. Und dann können wir hier mal noch ein, zwei Banner platzieren. Eventuell hier zwischen. Da würde ich eins platzieren wollen. Aber das ist wieder relativ weit weg. Wir könnten auch versuchen, die da oben zwischen die... Das probieren wir mal, ob die dazwischen passen. Ansonsten machen wir da noch eine Querstrebe. Dann könnten wir zwei Banner da noch platzieren. Eins auf die eine, eins auf die andere Seite. Bronzenägel. So, da. Und dann war das... Ach, das war der Blutsack. Den muss ich auch noch aus der alten Basis holen. Draußen müssen wir dann noch die kleine Vorrichtung bauen, wo wir die Metfässer wieder draufklatschen. Ich fand unseren kleinen... Unsere kleine Ecke hier eigentlich ganz cool. So ähnlich würde ich das da fast wieder bauen. Ich fand das ganz praktisch, dass das dann hier so ein Eck war, wo man dann den Hahn hatte. Also an sich ist das hier ganz schön geworden. So ähnlich würde ich es, glaube ich, dort wieder aufbocken. Da reicht es, wenn wir nur so ein paar nehmen. Weiß nicht, wie viele wir brauchen. Moment, schauen wir mal gerade. Rot. 1. Ja, okay. Dann nehme ich mal nur 3 Stück mit und den Rest. Vielleicht machen wir 3 Banner. Mal gucken. Halt, oben müssen wir hin. Unsere schöne alte Hutzelbasis. Na, werde sie schon ein bisschen vermissen. Das war die Basis der kurzen Wege. Also die ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ich fand die jetzt wirklich schön. Hier ist es halt alles ein bisschen weiter, aber ne, dafür haben wir halt auch einfach ein bisschen... Ich glaube, die ist halt deutlich sicherer mit dem Wassergraben außenrum. Irgendwas fehlt. Ach, die Lederreste. Warum? Nochmal den Hammer aus der Hand. Die Lederreste, die haben wir jetzt mittlerweile hier im Hauptlager. Wupp dich. Und das wird natürlich hier draußen alles noch begrünt, ne? Keine Angst. Also das wird wieder ein bisschen schöner. Momentan ist das alles eine Macho-Pampe, aber so sieht das auf Baustellen nun mal aus. So, lass mal gucken. Okay, das ist kleiner als gedacht. Ja, fast. Aber es würde schweben. Das heißt, wir machen einen Querbalken hier rein. Oder ein Das ging ja natürlich auch so. Ist einfach zu mächtig, dieses Kreuz. Das ist einfach so ein Riesenklotz dann. Wir machen das. Tja, was machen wir denn da? Ich glaube, wir machen das auf die Höhe. Die Banner sind ja ein bisschen lang. Na, Möbel. Gibt es dann vorne und hinten? Nö, ne?
Ich sehe diesen Lappen schon brennen. Das ist euch allen klar, glaube ich. Der Lappen wird definitiv eines Tages brennen, wenn sie das irgendwann mal reinpatchen. So, dann machen wir hier den dahin. Ist das dieselbe Höhe? Bin gerade am wenig am Rätseln, weil das wirkt irgendwie ein bisschen anders gestackt da drüben. Aber müsste gehen, oder? Wollen wir gerade mal sicherheitshalber... Aus diesem sicherheitshalber könnte auch ein Permanent werden, merke ich gerade. Auch nicht so hässlich, oder? Das ist eh immer das Allerbeste, wenn da irgendwie zufällig was entsteht, wo man sich denkt, ach ja, komm, das kann doch so, jo. Ja, da bin ich aber voll dabei, ne? Da bin ich aber voll dabei, das finde ich gut. Das finde ich so völlig in Ordnung. Und dann könnte man theoretisch... Ah, das muss aber nicht. Okay, und auf die andere Seite machen wir dann jetzt auch noch das Banner. Einfach der Vollständigkeit halber wird zwar wahrscheinlich nichts zu beitragen zur Summe, weil das zu weit weg ist von der Sitzgelegenheit. Das ist wirklich ein sehr kleiner Radius, den diese Gegenstände, die Gemütlichkeit bringen, ausstrahlen sozusagen. Aber das ist mir jetzt relativ egal. So, und dann mache ich jetzt, bevor wir schlafen, hole ich noch einen Teppich. Immerhin ist der dann beim Bett, ne? Und dann kriegen wir, wenn wir da schlafen, schon mal ein bisschen Gemütlichkeit. Einen Teppich holen wir noch und eine Stirnlampe. Also da brauchen wir nochmal heute. Ich lasse die mal im Inventar, weil wir bestimmt noch ein paar mehr brauchen. Und dann schauen wir mal nach dem Teppich. Der da ist. Können wir auch so machen, oder? So. So. Der Stuhl muss da nicht ganz draufstehen. Das finde ich in Ordnung. Und wir gönnen uns dann hier auch noch einen vom Bett. Ich glaube, das lasse ich tatsächlich in der Ecke. Ja. Denke, das ist in Ordnung. Was haben wir denn jetzt hier? Gemütlich 11. Gemütlich 11. Ich glaube, mit dem, was wir momentan bauen können, ist das schon ziemlich nah am Maximum. Lass mal überlegen. Was könnte man noch machen? Ein paar Wandleuchter? Ich weiß nicht, ob die noch mal Gemütlichkeit bringen. Das weiß ich nicht. So, von den Krügen hier, da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen was stellen. Da will ich so ein bisschen eine Tafel einrichten. Dass wir hier mal so 4 Sitzplätze irgendwie haben. Die mit Happen, Pappen und so weiter bestückt sind. Dass die Tafel einfach so ein bisschen gedeckt ist. Und in der Mitte würde ich gerne auch noch ein bisschen was platzieren. Oh, Edelholz leer. Okay, dann holen wir das gleich noch. In der Mitte würde ich noch 2 platzieren. Oder 3 und dann decken wir noch die Tafel. Vielleicht kommt ja Odin zu Besuch oder so, man weiß es ja nie. Dann ist es gut, wenn man für ein paar Leute mehr gedeckt hat. Der Olle frisst ja wie ein Scheunendrescher. Das, glaube ich, war gerade ein Traum, den ich bisher noch nie geträumt habe. Und ich habe ihn nicht vorgelesen. Ihr könnt ja zurückspulen und Stopp drücken. Irgendwas mit Trommeln, das habe ich echt, glaube ich, noch nie gelesen. Oder noch nie wahrgenommen. So. Dann holen wir uns nämlich auch ein bisschen lecker Essen rüber. So viel habe ich jetzt da noch gar nicht, aber ich glaube, für so eine Tafel hier reicht es. Also, hier nochmal ein bisschen in die Mitte. Ein bisschen was. Oh. Und hier klatscht mal was hin. So, und dann können wir nämlich, ich habe ja schon ein bisschen was dabei. Hier haben wir Süppchen, da haben wir Wäscht. Was haben wir sonst noch?
Warte, das andere habe ich alles schon, gegessen, scheint's. Moment, hier die Würste kann man so platzieren. Hier können wir mal ein Süppchen hindekorieren. Ja, ja, komm, da drüben gibt es auch ein Süppchen. Das sieht ja fast lecker aus. Ja, und dann gehen wir nochmal kurz zurück und holen noch ein bisschen anderes Futter. Ja, falsche Richtung. Und wenn wir dann in Zukunft vielleicht ein bisschen noch besseres Zeug uns gönnen, dann sieht diese Tafel auch wirklich fürstlich aus. Momentan ist das noch sehr rudimentär, was ich kochen kann. Hier so ein Nixenschwänzchen gibt es noch. Da haben wir nochmal ein, zwei Suppen. Marmelade können wir auch mal eine platzieren. Notfalls auch nochmal ein paar weitere Würste. Karotten. Naja, komm, wenn es sein muss, ne? Wenn es denn unbedingt sein muss. Ich glaube, das Einzige, was zubereitet ist, sind tatsächlich die Suppen. Insofern würde ich die einfach jetzt mal an die Essstellen hier setzen. Das sind die einzigen mit Teller. Der Rest liegt halt immer so als roher Brocken da auf dem Tisch. So, und ausgerechnet meine teuren Suppen hier. Dann schmeißen wir den Humpen da mal auf die 4. Dann können wir den da hinstellen. Selbstverständlich kommt hier Odins Horn hin. Und ja, wenn Odin kommt, dann darf er auch auf dem Thron Platz nehmen. Das ist völlig okay. Das ist Odins Thron. Humpen stellen wir dann gleich nochmal her. Hier können wir dann nochmal so ein Fleischpoppen dahin machen. Und da können wir... Wie sehen denn diese Nixenschwänze aus, wenn sie da auf dem Tisch sind? Sind die appetitlich? Eher nicht so. Dann machen wir da Karotten hin. Wenn es denn, wie gesagt, unbedingt... Also... Kann man nicht? Ich kann keine Karotten dahin... Das ist ja... Ja komm, dann kommt da halt immer eine Keule hin. Oh. Oder ich esse einfach eine. Gut, dann brauchen wir noch zwei Humpen. Es ist zugegebenermaßen ist noch nicht sehr festlich. Also, da geht noch mehr. Warte, Humpen war, glaube ich, an der ganz normalen Werkbank. Ja. Dann kann man mal gucken. Der Humpen. Der Humpen braucht Harz. Okay. Zwei Stück. Oder wir... Soll ich noch Odin? Nee, Odins Horn bleibt da wirklich beim Drohnen. Der Rest kriegt Humpen. Yep. Und dann wird das hier mal wieder ein bisschen begrünt demnächst. Das ist mir wichtig. Das sieht momentan noch alles ein bisschen... Ach, Kacke. Kann ich ja nicht aus der Hand bauen. Wir brauchen... Was fehlt? Inventar voll. Ja, gucke. Moment. So. Und ich muss echt Licht in die Butze bringen. Insofern, wenn wir da ein bisschen die Standfackeln dahin basteln können, ich glaube, das wäre ganz gut. So, Humpen. Die stecken nicht. Was Sinn macht. Einmal. Und Humpen Nummer 8. Ich hätte ja so ein Marmeladenglas auch mal hinschmeißen können, ne? So, zweimal und gerade klingelt's. Das ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was wir dann noch alles basteln. Ne? Bis dahin, macht's gut. Ciao.